Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich so ein kleines Schminken und Quatschen, Real Talk Video, was ist da gerade mit mir, Purish und anderen Influencern und so weiter los. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich verwende als allererstes einen Primer und zwar habe ich hier von Love den Perfectitude Hyaluronic Serum Primer und die Produkte verlinke ich euch selbstverständlich auch unten in der Infobox und während ich den auftrage, kann ich ja schon mal ein bisschen anfangen zu erzählen. Und zwar habt ihr das ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Purish jetzt bei den Rabatten nicht mehr alle Marken leider drin hat. Also sonst hatte ich ja immer meinen Code Claudiswelt15 und das wurde jetzt geändert auf... Leider, dass es nur noch auf einige Marken so gilt. Ne? Also das war am Anfang auch tatsächlich so, also am Anfang der Kooperation. Und deswegen ist es im Prinzip einfach nur back to the roots, mehr oder weniger. Als nächsten Schritt habe ich mir eine Foundation angemischt. Ihr kennt das wahrscheinlich schon, aber jetzt gibt es da ein neues Set von. Und zwar von La Manufacture gibt es jetzt das Your Personal Foundation Kit. Aber jetzt auch in natürlich, also in natural. Das ist ein bisschen anders dann von der Deckkraft her und so. Da gibt es halt 5 verschiedene Farben. Ich habe das, wie gesagt, eben auch gemacht. Ich musste dafür keine App installieren. Habe hier mein Pöttchen mit meiner Farbe. Und ich blende euch auch tatsächlich jetzt parallel, während ich quatsche, so ein bisschen einfach nur Screenshots ein. So sieht jetzt meine Farbe aus. Und das trage ich mir jetzt auf einer Gesichtshälfte auf. Und auf der anderen mische ich das gleich noch mit einem weiteren Produkt von der Marke. Ich habe hier von Maxime Giacomo tatsächlich so einen Spatel und damit kann ich das direkt so auf mein Gesicht geben. Ich glaube, das ist ganz gut. Und nehme jetzt einen Foundation Buffer von Love und das wird dann quasi mit diesem Foundation Buffer in meinem Gesicht verteilt und die Farbe passt ganz gut, ne? Die passt sogar richtig, richtig gut. Ja, schon. Ja, vielleicht ein Müh zu dunkel, wenn ich mir das so angucke, wenn ich das am Hals hier runterblende. Aber das ist meistens tatsächlich der Fall. Für die andere Seite mache ich einfach in dieses Pöttchen, wo ich mir insgesamt 3 ml von den Foundation-Geschichten reingemacht habe, einen von diesen Boostern rein. Das ist der La Manufacture Glow Skin Booster mit Vitamin C. Und da sind so Kapseln drin und die kann man sich in die Foundation mit reinmischen oder halt so direkt auf dem Gesicht auftragen wie ein Serum. Ich wollte es aber gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich halt dieses kleine Nupsi-Vieh da reinmache. Natürlich ändert sich so ein bisschen die Konsistenz der Foundation dadurch. Die wird ein bisschen flüssiger. Und dann nehme ich auch hier jetzt wieder den Spatel und gebe das auf meine andere Gesichtshälfte. Die Marken, die ich euch hier in dem Video zeige, sind auch tatsächlich gerade die Marken, für die ich Rabatt habe. Und es gibt noch eine kleine Special-Geschichte, denn es ist möglich, und das ist auch in diesem Video möglich, dass... tatsächlich Sonderaktionen gemacht werden. Das heißt, ich habe jetzt auch in diesem Video nicht nur auf die Standardmarken, die quasi vorgegeben werden, die 15% Rabatt, die ich euch mitgeben kann, sondern ich habe auch auf Nabla jetzt heute und gestern war das, glaube ich, genau, deswegen habe ich das auch auf Instagram gestern geteilt, ein 15% Rabatt. Code und das ist Claudiswelt15. Wenn ihr den einfach an der Kasse eingebt, dann bekommt ihr dort auch die 15% Rabatt. Schöne Foundation. Also die hat ein tolles, natürliches Hautbild gemacht und es gefällt mir. Wirklich. Ich gucke mal, ob ich die einfach auf dieser Seite noch ein bisschen mehr aufbaue. Sehe ich überhaupt einen großen Unterschied? Ja, da ist schon ein bisschen mehr Glow, ne? Das sieht man hier. Ja, schon ein bisschen. Jo. Die Foundation sitzt richtig, richtig gut auf meiner Haut. Das gefällt mir vom Ergebnis her auch wirklich toll. Da bin ich gespannt, wie sich das nachher verhält, wenn ich da auch andere Produkte noch drüber gebe. Jetzt habe ich hier ein Schwämmchen von Love. Damit kann ich das Ganze einmal in die Haut noch etwas besser einarbeiten. Cool finde ich einfach, dass ich jetzt auch eine Foundation-Mischmöglichkeit habe. Dass wenn ich zum Beispiel meine Freundinnen schminke oder so, was ich tatsächlich auch ab und an ganz gerne mal mache, ne, dass ich jetzt immer die Möglichkeit habe, denen auch die perfekte Foundation-Shade drauf zu geben. Und das freut mich mega. Also für mich ist es grandios, dass ich da jetzt einfach die Möglichkeit habe, das zu machen. Ansonsten ist es ja so, dass du irgendwann natürlich relativ schnell herausfinden wirst, welche Foundation Shades für dich halt da passend sind. Und die kann man dann auch einzeln nachkaufen. Bei mir ist es ja wirklich nur die Shade 1 und 2 natürlich, war mir aber auch klar. Und deswegen, ne, die kann man sich wie gesagt dann einzeln nachkaufen, wenn die leer gehen sollten. Ja, ne? Gefällt mir.
Und weil Nabla auch mit reinfällt, verwende ich jetzt auch den Regeneration Concealer. Den liebe ich. Habe ich in der Farbe Porcelain. Habe ich in täglicher Anwendung aktuell. Und der ist wirklich total klasse. Ist hier mit so einem Schwämmchen, deswegen auch in täglicher Anwendung. Ne? Das ist immer so ein bisschen, finde ich ein bisschen schwierig, so ein Schwämmchen da oben. Aber ist schön zum Auftragen tatsächlich. Für viele von euch und auch für mich ist es ziemlich schade, dass Purish halt nicht mehr die 15% Rabatt anbietet auf das komplette Sortiment. Aber man muss auch sagen, dass die damit auch sehr alleine da standen. Und ja, es ist auch immer so eine Frage, wie die Marken, die man ja auch in dem Shop vertritt, das dann auch mit unterstützen, sage ich jetzt einfach mal. Und da wurde seitens der Marken, die Purish im Shop führt, einfach gesagt, nee, das möchten wir nicht mehr. Wenn, dann möchten wir das nur auf exklusive Angebote machen. Oder halt, dass man das monatlich oder alle paar Wochen einfach mal anpassen kann. Für mich ist es natürlich schwierig, weil so konnte ich halt auch, ehrlich gesagt, Purish, das war auch für mich ein super Kooperationspartner, wo ich auch eine gute Einnahmequelle in dem Sinne ja auch hatte, ne? Weil das ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich habe da auch eine kleine Provision dran verdient. So muss ich jetzt einfach hoffen, dass ihr dran denkt, auch wenn ihr keinen Rabatt dafür bekommt, dass ihr zum Beispiel meinen Code angebt. Claudies Welt 15 ist ja mein Code, das habe ich euch, glaube ich, jetzt eben auch schon ein paar Mal eingeblendet. Und genau, dass ihr, auch wenn dann eine Marke mit bei ist in eurem Einkaufswagen, wo halt nicht mein Code drauf gilt, dass ihr trotzdem meinen Code verwendet, damit ich halt eine Provision bekomme, weil das werde ich dann tun. Ist dann leider keine Win-Win-Situation mehr, das heißt, ihr bekommt dafür dann leider keinen Rabatt, wenn es halt keine Sonderaktion ist in dem Moment, ne? Aber es würde mir halt tierisch helfen, wenn ihr das trotzdem machen würdet, wenn ihr da trotzdem dran denken würdet. Zudem hat Purish auch für uns Creator und Creatorinnen sowas eingerichtet, dass wir ja so eine Art Affiliate-Links generieren können über so eine Plattform. Und dann werde ich euch nämlich auch die Affiliate-Links in die Infobox mit reinsetzen. Das heißt, wenn ihr dann über so einen Affiliate-Link von mir bestellt, bekomme ich da halt die Provision für. Wenn ihr da einfach nur so auf die Homepage geht, weil ihr zum Beispiel, keine Ahnung, das Video auf dem Handy schaut und über den Laptop bestellen möchtet oder so, ne? Und dann halt nicht den Link verwendet, dann bekomme ich halt keine Provision. Oh, das ist so schwierig, über solche Themen zu reden und ich finde es auch total traurig, aber it is wie it is, man kann es nicht ändern, ne? Es ist halt für mich persönlich ein wichtiges Thema und deswegen wollte ich das einfach auch in diesem Video, was ich jetzt gerade auch sehr spontan mache, mit euch so ein Stück weit besprechen und es ist ja auch Real Talk, ne? Es ist für mich einfach wichtig, genau. Ich verwende jetzt ein weiteres Produkt, was ich in täglicher Anwendung habe. Und zwar ist es von Love dieser Eye Primer. Und den finde ich auch super. Der hat jetzt nicht so eine mega Deckkraft oder sowas mit dabei. Aber der ist sehr schön, dass er verhindert, dass Lidschatten bei mir in die Fältchen reinkriechen. Der verhindert zum Beispiel, dass du so einen Stain auf den Augen bekommst, wenn du sehr pigmentierte Lidschatten verwendest und so, ne? Deswegen kann ich den auch sehr empfehlen. Um unter meinen Augen zu setten, verwende ich hier von Beauty Bakery das Flower Puder. Das ist ein Setting Powder. Das kommt in so einer schönen Mehlverpackung daher. Und Beauty Bakery ist auch aktuell in dieser Rabattaktion drin enthalten. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, mir auf Instagram zu folgen. Ich heiße da AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Dort zeige ich euch dann auch immer die aktuellsten Marken oder schreibt es in meine Story rein, ne? Wo gerade halt der Rabattcode von Purish drauf wirkt, beziehungsweise wo ihr dann auch wirklich die 15% bekommt. Ich nehme das gerne mit meinem feuchten Schwämmchen auf und gebe mir das dann so unter die Augen und auch auf meine Augenlider, um da den Lidschattenprimer zu setten. Den Rest, den ich hier noch drin habe, nehme ich mir mit einem Puderpinsel auf, um das schon mal in meinem Gesicht zu verteilen. Es gibt nämlich so ein schönes Weichzeichnungsgedönsen, ne? Mag ich total gerne leiden. Und um mein Gesicht komplett zu setten, verwende ich von Nabla das Close-Up Pressed, nein, Smoothing Pressed Powder. So heißt das, habe ich in der Farbe Light. Ich habe leider noch nicht das lose Puder von Nabla ausprobiert. Das muss ich echt unbedingt mal nachholen. Und das hier ist halt ähnlich wie das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finishing Setting Bla Powder. Auch das macht einen schönen Weichzeichner-Effekt und settet die Foundation-Geschichte ganz toll. Mensch, das sieht alle richtig fein aus in meinem Gesicht. Und trotz meiner Mr. Fred Ausflugsfamilie hier, sieht das Ganze irgendwie ebenmäßig aus.
um meiner Haut noch so einen gewissen Finishing-Gedönsen zu geben, verwende ich von Love This Perfectitude Aura Glow Powder. Liebe ich, finde ich so super. Ich glaube, man sieht, dass ich es liebe, denn es gab mal eine Kuppel auf diesem Ding, die gibt es nicht mehr. Und da gehe ich halt nur ganz leicht nochmal über alles so drüber. Das ist halt auch wie diese Hourglass-Puder, ne? Das macht so einen leichten Natürlichkeitsgedönsen, ne? Wenn man sich so schön abgepudert hat, dass alles irgendwie verschmolzener aussieht. Ich mag das. Jetzt brauche ich aber wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Dann nehme ich hier von Love das Love Sun Blurring Powder. Habe ich in der Farbe 020 Seductive Bronze. Das hatten wir öfters auch mal so im Adventskalender mit dabei. Und keine Ahnung, ne? Ich finde das auch sehr, sehr schön. Auch da wieder der gleiche Pinsel, den ich eben schon zum Pudern genommen habe. Und dann trage ich mir das schön auf mein Gesicht. Natürlich ist es auch für mich als Kundin ein bisschen schade Schokolade, dass ich diese 15% nicht mehr auf alles habe. Denn ich habe ja auch dort immer super gerne selber eingekauft. Also ich bin ja nicht nur jemand, die dort Produkte zugeschickt bekommen hat zum Testen, sondern ich habe auch dort selber eingekauft. Da habe ich zum Beispiel mir immer super gerne das Grande Large. Ich kann heute nicht reden, es tut mir leid. Ich bin auch so ein bisschen zwischen Baustelle und Schminktisch heute so ein bisschen, weil wir unser Badezimmer renovieren und gleichzeitig renoviere ich oben. Da bastel ich gerade an dem zukünftigen Drehzimmer etwas rum. Also auch da folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr da so ein paar Updates bekommen möchtet. Ich stehe jetzt gerade kurz vorm Tapezieren. Genau, da habe ich eben alles schon mal hochgeräumt und muss noch die Tapeten an der Wand kriegen. Wird aufregend. Auf jeden Fall, ja, ich als Kundin, das wollte ich erwähnen, finde das sehr schade. Grande Lash Wimpernserum, Grande Brow, Augenbrauenserum, ne? Das habe ich mir immer wieder selber nachgekauft, weil ich das so gut finde. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch ein gutes Backup bei mir, sodass ich, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein angebrochenes, aktuell in Anwendung von dem Grande Lash oder Grande Lash, weiß ich nicht, wie man das aussprechen soll, ist ja eine amerikanische Marke. Und zwei komplette volle habe ich auch noch da. Und das Grande Brow habe ich aber leider nicht mehr da. Das hätte ich jetzt tatsächlich nämlich mir nachbestellen wollen. Aber da hatte mir die liebe Jenny auch gesagt, mit der ich dort ja immer in Kontakt stehe, keine Sorge, Claudi, wir können gerne mal eben wegen der Marken, die ich ja auch gerne immer wieder verwende, euch immer wieder gerne zeige, auch so Special-Aktionen mal machen. Also da schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was eure Lieblingsmarke bei Purish ist und wo ihr euch wünschen würdet, dass ich da so Special-Aktionen machen würde. Das gilt übrigens nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Creator und Creatorinnen, die ihr hier kennt, die ja auch zusammen mit Purish arbeiten. Also das betrifft ja Maxim, das betrifft Contra Junkie genauso. Ich verwende jetzt übrigens gerade von Nabla das Skin Glazing in der Farbe Lola. Das ist sehr, sehr intensiv und gibt eine schöne Frühlingsfrische so auf die Wangen, ne? Mag ich auch gerne leiden. Love hat mit Letizia Lehmark das Dream Glaze Highlighting Duo herausgebracht. Das war ja im vergangenen Jahr 2021. Ich finde das sehr, sehr schön. Das sind zwei Highlighter-Töne. Die verwende ich aber, ich habe meine Pinsel ganz gleich hier hinten stehen, ne? Mit einem Pinsel und gehe in beide Töne rein, weil ich das einfach sehr schön finde. Und ja, das knallt schon ordentlich. Meine Augenbrauen werde ich mir jetzt zaubern mit dem Brow Divine in der Farbe Venus von Nabla. Das ist auch ein ganz, ganz toller Ton und ein sehr schönes Produkt. Und nicht wundern, wenn ich euch nachher ein bisschen näher ranhole. Ich lasse meine Augenbrauen aktuell mal extrem sprießen. Einfach, weil ich gucken möchte, was ich maximal so aus den beiden Schätzeleins hier so rausholen kann. Genau, weil ich möchte super gerne, dass meine Augenbrauen hier nach innen auch mehr werden, dass sie voller werden und so. Ist aber gar nicht so leicht. Passend zum aktuellen Nabla Launch haben wir dann ja auch den 15% Rabattcode, auch gültig auf Nabla. Also Claudis Welt 15 gilt tatsächlich auch für Montag und Dienstag auf Nabla bei Purish. Und ja, genau, weil diese Palette mich sehr spontan erreicht hat, die Read My Mind Palette, die Gedanken dieser Palette, mache ich jetzt auch sehr spontan dieses Video. Damit ihr das auch noch passend zum Code-Gültigkeitsgedönsen ne, nachschotten könntet, theoretisch. Die ist sehr interessant, weil die aussieht wie so Fliesen und soll aber wie so ein, ihr kennt wahrscheinlich diese Spiele, ne, diese Schiebespiele, sodass sich da irgendwann so ein bestimmtes Muster draus entwickelt. Finde ich total cool. Und von innen ist die eher neutral unterwegs, aber ich glaube, dass die für viele sehr praktikabel sein wird.
Um diese wunderschönen Farben auf meine Augen zu bringen, verwende ich die Pinsel von Nabla aus diesem Rose Pinsel Set. Und ja, genau, anfangs erzähle ich noch ein bisschen was. Ne? Da werde ich jetzt erstmal diesen hellen Ton verwenden. Achso, man kann das entweder der Reihe nach verwenden oder man kann das so nach Quadros verwenden. Und da ich eigentlich total selten rote Look schminke, möchte ich gerne mit diesem Quadro versuchen, einen Look zu schminken. Und vielleicht muss ich dann noch auf den einen oder anderen Ton ausweichen. Mal gucken, oder mache ich mit dem Rosé? Rosé was? Rosé ist eigentlich auch ganz cool, ne? Ach, mal gucken. Ihr seht ja, welche Töne ich verwende. Freitagabend, kurz vor ihrem Feierabend, hat mir die liebe Jenny nämlich noch eben schnell eine E-Mail geschrieben. Hey Claudi, nicht erschrecken, du kriegst die Nabla-Palette zugeschickt und übrigens für Montag und Dienstag ist dein Code ClaudisWelt15 auch gültig auf Nabla. Yay! Habe ich mich mega drüber gefreut, aber gleichzeitig gedacht, oh no, das ganze Wochenende über wollte ich doch renovieren und die Palette war Freitag noch nicht eingetroffen. Und deswegen, ja, schminke ich dieses Video am Samstag, jetzt gerade, wo die Palette eingetroffen ist, sehr spontan. Und wenn ich mit diesem Video fertig bin, werde ich mit Fullface Make-up im Gesicht nach oben gehen und die Wände tapezieren, sehr wahrscheinlich. Mal gucken, ob ich das noch heute machen werde. Ansonsten werde ich ein bisschen meinem Freund helfen. Und genau, deswegen, dann nehme ich jetzt erstmal diesen Rosé-Ton. Den finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und setze mir den so in die Lidfalte rein, ne? Ich möchte nämlich auch gerne so schnell wie möglich hier auf YouTube mit euch interagieren können. Das ist natürlich auf Instagram alles ein bisschen einfacher, weil hier ein Video zu drehen dauert ungefähr 1,5 Stunden. Das Video zu editieren ist ungefähr... ja, 2 bis 3 Stunden würde ich sagen, ne? Und dann hast du natürlich noch die ganzen Ladezeiten, die das Schneideprogramm so mit sich bringt. Puh, dann hast du nicht mal eben schnell so ein Video, was du online stellen kannst. Vor allem, wenn der Code dann auch nur für Montag und Dienstag gilt. Deswegen habe ich meinen Plan so ein bisschen geändert. Eigentlich hatte ich für heute ein anderes Video vorgesehen. Und ihr seht dann quasi nach dem gestrigen Video, wo Sarah, Isabel und ich ja unser ungeschönt Video hochgeladen haben, ein weiteres Schminkvideo. Aber dafür quatschen wir heute mal ein bisschen mehr miteinander. Das finde ich, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Das kann man auch wohl mal machen. Ich nehme jetzt den Ton Nummer 4, der hier oben in der Ecke drin ist. Das ist so ein schönes dunkles Rot, Weinrot. Den mache ich mir ganz klassisch hier außen hin. Im Laufe der Kooperation mit Purish, die ich jetzt ja schon seit Jahren habe, hat sich da auch echt viel Schönes entwickelt. Eine tolle Zusammenarbeit, ein sehr inniges Verhältnis tatsächlich. Also da habe ich mit Jenny auch wirklich über viele Dinge geschrieben, die mich auch privat vielleicht mal ja, beansprucht haben und so. Ne? Und es war sehr schön. Oder ist es nach wie vor? Derjenige, der übrigens dafür zuständig ist, beziehungsweise schuld daran ist, dass ich überhaupt mit Purish zusammengearbeitet habe, ist der liebe Maxim Giacomo. Der hatte mich damals dort vorgeschlagen, was ich ihm nach wie vor echt hoch anrechne. Es war so lieb von ihm, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt halt auch wirklich, ja, eine schnuckelige Community, ne? Wir sind halt langsam gewachsen, aber ja, waren halt eine schöne, kleine Community und, alles, was so High-End und sowas anging, war für mich immer fast unerreichbar. Das war sehr schwierig für mich, finanziell das auch hinzukriegen. Ne? Und ja, dann hatte Maxi mich irgendwann mal dort vorgeschlagen und dann habe ich eine liebe Nachricht bekommen vom Purish-Team, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte. Und so fing die ganze Geschichte an. Das basierte zuallererst, ich glaube, Ofra war eine der ersten Marken, die dort auch vertreten waren. Und kamen immer mehr Marken auch hinzu, was ich einfach total cool finde. Und mittlerweile ist sogar Catrice dort vertreten. Also, ne, das freut mich einfach mega, dass die, ja, dass die Homepage, der Online-Shop auch so gewachsen ist im Laufe der Zeit. Und selbstverständlich bin ich Maxim unendlich dafür dankbar, dass er da mir diesen mega Support gegeben hat, was einfach nicht selbstverständlich ist, ne? Das ist echt krass. Und zeigt einfach auch wieder, den Ton nehme ich jetzt hier mal für den unteren Wimpernkranz, ja, wie freundlich die Menschen hier miteinander umgehen, ne? Dass man halt aufeinander guckt, dass man schaut, ob man vielleicht ja, eine Kollegin oder einen Kollegen einem Kooperationspartner vorschlagen kann, um dort Kontakte herzustellen. Und das finde ich angenehmer, als wenn du diese Hauen- und Stechen-Geschichte dir so reinziehen würdest. Da hätte ich nämlich auch nicht so die größte Lust dran gehabt, das dann auch hauptberuflich zu machen, wenn ich das ehrlich mal so sagen kann. Deswegen bin ich einfach dankbar, dass Maxim einer der Ersten war, der mir gegenüber so viel Liebe auch entgegengebracht hat. Das hat mich echt stolz, glücklich und, keine Ahnung, echt froh gemacht. Und ich weiß noch, als ich das erfahren habe und er mich so angeschrieben hatte, da saß ich im Büro mit meiner Kollegin auch zusammen damals
Und ich bin durch die Gegend gehüpft, als wäre ich ein kleines Kind. Also ich bin richtig, ich bin von meinem Stuhl aufgesprungen, rumgehüpft und keine Ahnung. Und die guckte mich auch an, als wäre ich mal wieder durchgeknallt. Ich habe mich einfach hart gefreut. Ein ganz kleines bisschen Fallout haben wir durch die Töne, aber es geht vollkommen klar. So, ich schau mal, ob ich die Schimmertöne mit dem Pinsel aufgetragen bekomme. Dann schauen wir uns mal den Ton Nummer 7 hier an. Nee, das macht der Pinsel nicht ganz so gut. Schaue ich den nächsten Pinsel an. Ich schaue den nächsten Pinsel an. Ich gucke mir das mal mit dem nächsten Pinsel an. Das ist eher so ein flacher, gerader Pinsel. Ne? Das ist so ein typischer Lidschattenauftragepinsel. Okay, aber der Ton... Ah, der funkelt so schön. Ich nehme den mal mit dem Finger auf. Ich glaube, damit geht es einfacher, ne? Ich glaube, den nimmst du eher als Topper. Aber ich finde den gerade solo auf dem Lied total schön. Funkelt total schön nach außen hin. Hier an diesen Übergang gebe ich mir dann den dunkleren Ton hier oben in der Reihe. Den Ton Nummer 3. Der hat eine etwas andere Textur. Und den kannst du auch echt super mit dem Pinsel auftragen. Da brauchst du keinen Finger für. Ist kein Fingerton, ist ein Pinselton. Es ist ein romantischer, schöner Look geworden, wo aber das Inner Corner Highlight und das Augenbrauen Highlight fehlt, Claudinchen. Deswegen gehe ich in den Ton Nummer, nehme ich 1 oder nehme ich 14? 1. Der hat nämlich auch noch so leichte rosa Sparkles mit drin. Das findet sich dann auch so ein bisschen wieder in dem Look. Das finde ich ganz schön. In der Scarlett-Reihe. Vielleicht einen kleinen Tick zu dunkel für mich. Aber trotzdem macht er ein schönes Bild, ne? Ja. Ja, easy peasy Sonnenschein. Genau so darf ein romantischer Look sein. Schöne Qualität von der Palette. Also das hat echt super einfach funktioniert. Ich habe jetzt 10 Minuten für diesen Look gebraucht, sehe ich gerade oben im Display. Und das gefällt mir, also inklusive Quatschen. Eine empfehlenswerte Palette, muss ich sagen. Schaut euch die auf jeden Fall an, wenn ihr Bock habt, einfach so natürliche Töne zu haben. Ein bisschen zurückhaltende Töne, aber trotzdem kann es ja auch Kabel mit der Palette gehen. Ne? Also die gibt schon einiges her. Ich hatte erst gedacht, als ich die das erste Mal gesehen habe, mal wieder eine Nude-Palette. Ne? Da hätte ich ja auch quasi die Side-by-Side-Palette nehmen können. Aber nee, die ist schon besonders, weil die Töne einfach von den... Ich weiß nicht. Die sind also von der Zusammenstellung her ein bisschen anders und auch von der Art und Weise. Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Ne? Das ist schon was anderes. Das ist schon was anderes als die Side-by-Side. Definitiv. Und ich finde den Look auch schön, obwohl ich überhaupt nicht so gerne mag, wenn ich so rote Looks schminke. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil der auch so ein bisschen kühler ist, ne? Als nächstes verwende ich von Beauty Bakery den Lollipop Liner. Ich hatte ja schon mal ein Fullface Beauty Bakery geschminkt, deswegen habe ich einige Produkte davon schon hier gehabt und auch schon lang mal ausgetestet. Und der hat eine Filzstiftspitze, die echt präzise ist. Also die lässt sich wirklich sehen. Und damit werde ich meinem Look jetzt noch das gewisse Extra verleihen. Ich muss übrigens gestehen, dass ich die Entscheidung von Purish verstehen kann, weswegen die Rabattaktionen halt nicht mehr machen, beziehungsweise nur noch eingeschränkt machen, ne? Weil aufgrund der aktuellen Weltsituation, die wir nun mal haben, Corona lässt grüßen, ne? Sind einfach die Transportkosten enorm gestiegen und auch sonstige Preise sind halt enorm gestiegen. Und da Purish nun mal ein Online-Shop ist, der bestimmte Marken führt, die du ja sonst nicht wirklich in Online-Shops in Deutschland so findest oder die du gar nicht so allgemein auf dem deutschen Markt findest, ist es schon verständlich, dass die sagen, komm, wir verzichten dann lieber darauf, dass wir die 15% Rabatt mitgeben und machen dann lieber eine gewisse Preisstabilität, weil ansonsten hätten die wahrscheinlich sehr, sehr bald die Preise erhöhen müssen. Von daher... alles richtig gemacht von meiner Warte aus und ich finde es wirklich gut, dass die trotzdem halt einfach weitermachen. Denn bei immer mehr anderen Geschäften siehst du halt zum Beispiel, also jetzt natürlich im Ort und so weiter, ne, dass sie eben aufgrund der aktuellen Problematik schließen müssen, wenn sie eben so Nischenmärkte vertreten. Jetzt verwende ich einen Fixing Spray, das ist auch von Beauty Bakery und ich glaube, das kriegst du sogar im Set zusammen mit dem Puder. Wie nennt sich das? Sweet Glaze? Glaze? Sweet Glaze Baking Spray. Das ist so ein Continuous, ich lieb's. Ich bin einfach beeindruckt davon, wie natürlich meine Base einfach aussieht, ne? Die Foundation ist der Hammer, Leute. Ich kann es euch wirklich einfach nicht anders sagen. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Eine relativ neue Mascara werde ich jetzt mit euch zusammen auftragen. Und zwar ist das die Hook It Real Good Mascara von Love. Und die ist total super. Die ist ein bisschen hochpreisiger, weil die ja auch in Zusammenarbeit mit Tusch ist. Aber die macht krasse Wimpern. Muss so vorsichtig mit umgehen, genauso wie mit der Nabla Visuals Mascara, ist eine Gummibürstchen-Mascara, die halt so kleine Häkchen hat, ne? Und die macht schon was Enormes mit den Wimpern, das werdet ihr sofort sehen. Ohne Mascara
Erste Schicht. Zweite Schicht reicht. Dicke. Auch eine Schicht reicht. Aber ich liebe es. Wenn Wimpern halt so steil gehen. Ne? Die macht halt richtig einen Schwung rein. Die macht Länge. Die macht Volumen. Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen mit dem Klumpi-Flumpi. Aber das ist halt voll mein Vibe. Ne? Ich mag sowas einfach gerne. Und ja. Das mochte ich immer schon gerne. Also so intensive Wimpern war immer schon mein Ding. Ich hatte nur damals nicht die Basis dafür, sodass meine Wimpern halt einfach das nicht hergegeben haben. Und jetzt durch die regelmäßige Anwendung von dem Wimpernserum geht die Party halt so richtig hart ab. Und ich feiere das halt jeden Tag aufs Neue. Hat was Lässiges gerade, ne? Ich finde das auch mit diesem Flanellhemd und so. Okay, also ich habe jetzt noch drei Lippenprodukte, die ich gerne verwenden möchte. Als erstes habe ich hier von Nabla den Lip Liner in der Farbe Nude Nummer 4. Die sind total super, weil die auch so haltbar sind. Die sind zum Anspitzen und jo, das ist ein schönes, dunkles, bräunliches Tönchen, was jetzt auch hoffentlich schön zum Augenlook passt. Die sind so cremig, die lassen sich super leicht auftragen. Versprüht gerade so ein bisschen 90er-Vibes, wenn ich das einfach nur so solo sehe, ne? Aber da kommt natürlich noch was drüber. Und zum einen habe ich da von Beauty Bakery, ich glaube, den habe ich schon mal bei Chiquita's Place auch in Anwendung gesehen, in der Farbe Drive Me Glazy. Ist das, ich glaube, ein Lipgloss oder sowas. Und den trage ich mir jetzt einfach komplett auf meine Lippen auf. Oh, hat so ein süßes, mit einem Loch drin, Applikator-Füßchen. Und wer nicht nur den Glanz auf den Lippen haben möchte, sondern tatsächlich auch noch ein bisschen Sparkles haben möchte, der kann von Denise Marix das Color Fix in der Farbe Creams verwenden. Das ist auch ganz interessant. Du kannst es dir auf die Augen auftragen, du kannst es dir auf die Wangen auftragen, aber du kannst es dir natürlich auch als Liptopper einfach auftragen. Das hebt das Ganze natürlich noch auf ein ganz anderes Niveau, ne? Das sieht so geil aus. Das sind jetzt die 2000er-Vibes. Ja, ja, jetzt habe ich sie. Ist übrigens in der Farbe Ballerina und auch auf Denise Myricks gilt noch aktuell der 15% Code Claudiswelt15, gönn dir hart. Was ein cooler Look. Nee, ich fühle das gerade sehr und ich finde es auch sehr hübsch. Also zusammenfassend, wenn ihr mich weiterhin supporten möchtet, könnt ihr immer wieder gerne an meinen Code Claudiswelt15 denken. Ihr könnt auch gerne über die Affiliate-Links unten in der Infobox bestellen und alle aktuell rabattierten Marken werde ich euch immer wieder auf Instagram zeigen und ich werde auch versuchen, immer relativ kurzfristig dann auch hier auf YouTube Videos zu machen oder es wenigstens in den Kommentaren anzupinnen oder in die Infobox reinzuschreiben, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Das finde ich nämlich ziemlich wichtig, weil es für euch natürlich auch super interessant ist, welche Marken ihr dann auch ein bisschen günstiger shoppen könnt. Und ja, das war es jetzt hier von mir. Ich bedanke mich bei Curish, dass ihr mir die Nabla Palette jetzt neu zugeschickt bekommen habt. Dass ihr mir zugeschickt habt. Ich kann nicht reden, was ist los? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!